drin ganz schön kalt aus. Mann, das ist eiskalt hier.
Was war das?
Gib auf, Rebell! Er muss umzingelt werden. Republikanischer Abschaum.
Diese Terminals steuern Droiden. Dann wollen wir mal sehen, was der kleine Kerl hier alles kann. Dann wollen wir mal sehen, was der kleine Kerl hier alles kann. Dann wollen wir mal sehen, was der kleine Kerl hier alles kann. Dann wollen wir mal sehen, was der kleine Kerl hier alles kann.
Jen, ich habe einen Ausgang gefunden. Gut, schnapp dir ein paar von diesen Kristallen und dann nichts wie raus hier. Dieser Ort hier ist mir nicht geheuer. Lord Desan, darf ich Ihnen Admiral Fire vorstellen? Ah, Admiral Fire. Wie laufen unsere Experimente? Im Moment laufen sie überhaupt nicht. Die Forschungseinrichtung auf K'jim ist von ein paar Söldnern der Neuen Republik neutralisiert worden. Sie haben auch einige der Kristalle entwendet. Söldner? Wer? Ihrem Schiff und der Unterhaltung zufolge, die unsere Kameras aufzeichnen konnten, glaube ich, dass es sich um die Pilotin Jen Ors und ihren Söldnerpartner Kyle Katarn gehandelt hat. Katarn, ja? Dieser Rückschlag könnte sich als Antwort auf all unsere Probleme erweisen. Es tut mir leid, dass es uns nicht möglich war, mehr von dieser Übertragung zu dekodieren. Gut. Das Tal der Jedi habe ich endlich abgehakt. Der Rest der Galaxis sollte es auch tun. Was haben die Hinterbliebenen wohl in diesem Labor getan? Unsere Wissenschaftler nehmen an, dass sie versucht haben, die Macht in lebende Objekte zu übertragen. Die Kristalle, die sie da in der Hand halten, ähneln denen in einem Lichtschwert der Jedi-Ritter. Verdammt! Ist das denn nicht unmöglich? Man kann doch Leuten die Macht nicht mit einer Maschine geben, oder? Alles, was wir über die Macht wissen, sagt uns eigentlich, dass derlei nichts weiter ist als die fiebrigen Träume von Narren und Verrückten, Jen. Aber sagen Sie das den armen Geschöpfen, die Sie in diesem Labor gefunden haben. Wer waren Sie? Kolonisten von Artus Prime, einer entlegenen Minenwelt fast außerhalb des Einflussbereiches der Neuen Republik. Lassen Sie mich raten. Kristallminen. Ja. Kurz bevor wir die Übertragung von K'jim empfangen haben, hatten wir den Kontakt zu ihnen verloren. Jetzt fürchten wir, dass die Kolonie von den Hinterbliebenen eingenommen worden ist. Oder noch schlimmer. Genau. Ohne das volle Ausmaß der Pläne der Hinterbliebenen und die Notlage der Kolonisten zu kennen, zögert die Neue Republik, eine vollständige Befreiungsstreitmacht zu entsenden. Also sollen wir reinschleichen, die Situation einschätzen und wenn nötig die Flotte rufen. Ja. Sie wissen, dass ich mit diesem ganzen Machtzeug nichts mehr zu tun haben will. Wir verdoppeln Ihr gewöhnliches Honorar. Wir machen's.